Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4, heute mit dem Porsche 918 Spyder, welcher heute mal ein kleines Upgrade erfährt. Der Wagen ist ja soweit, glaube ich, noch relativ stock, genau, der hat gar nichts, deswegen bekommt er heute ein bisschen eine Leistungsspritze und zwar im Sinne einer Turboaufladung. Er bekommt einen P-Turbo, was ihn schon mal auf 794 kW bringt und ja, 2 Sekunden von 0 auf 100, das ist ein Wert, der einfach brachial ist. Er behält die Reifen, die er aktuell drauf hat. Die ganzen sind schon breiter gezogen, das heißt, das ist schon der Optimalfall. Es wäre wieder ein Forsaton, der juckt mich aber nicht die Bohne. Fahrwerkstechnisch würde Offroad und Drift noch gehen, das lassen wir natürlich raus. Das alles ist bereits verbaut. Dann würde ich sagen, machen wir noch, dass er besser Luft bekommt. Ein Ladeluftkühler schnallen wir noch drauf. Ich will es halt von der Leistung her nicht übertreiben. Gut, ist egal, eskalieren wir mal wieder. Der Wagen hat fast nur 10er Bewertungen, also ist schon brutal hier. 9,8, 9,8, 10, 10, 10. Er hat 1827 Newtonmeter auf 1074 kW. Das ist einfach nur abnormal viel. Man könnte jetzt hergehen und hier vorne noch einen Splitter dran packen. Und hinten auch noch ein Flügel, dann fehlt nur noch ein Topspeed mit der 10er Wert, dann sind wir hier bei allen am Limit. Wir sind zwar schwerer geworden, aber dafür haben wir auch mehr Leistung bekommen, somit ist das ein gutes Resultat. Kann man definitiv mit dem Mehrgewicht leben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Design und Lackierungen, holen uns mal vom Ready Lackierung. Wobei, warte mal, wir haben da ja selbst auch eine. Meine Designs. Ist die überhaupt freigegeben? Ist die andere Sache. Okay, die ist nicht mal importiert. Das habe ich mir schon gedacht, das Ding muss jetzt alles synchronisieren hier. Okay, er müsste schon importiert sein. Die Sache ist nur, ist er auch freigegeben. Wo ist mein 918 Design? Meines Erachtens hätte ich das importiert. Da ist er. Wird in meine Designs gespeichert und fürs Auto übernommen. Ich finde das Design an sich geil. Martini ist so klassisch. Hier Porsche 918 als Nummer, ist ein Hybrid. Also ich finde es mega. So. Wir müssen in diese Richtung. Wir versuchen nämlich gleich mal hier den hier mitzunehmen. Das ist, glaube ich, definitiv machbar mit dem Auto hier. Auch auf Schotter. Du kriegst später einfach Offroad-Reifen aufgezogen, dann kriegst du es dir auch schon mal leichter hier wieder auf Schotter. Easy eine neue Bestleistung. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Das ist aber auch eine komische Angelegenheit, dass wir hier einmal durchfahren. Naja. Egal, das Spiel wird sich schon was denken dabei. In 100 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
Ja, gut. Das gibt's doch nicht hier. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, es reicht trotzdem. So, dann ist der nächste Blitzer hier oben mit 200, über 240 Sachen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Gute ist, hier ist man sogar noch relativ auf einer Ebene. Ah, da kann man auch so ein bisschen rüber cutten. Versuchen wir das mal. Okay, so natürlich nicht. Die Steinmauer sollte man nicht mitnehmen. Na, das ist aktuell so ein bisschen... Aber wir haben es trotzdem. Es ist ein bisschen heikel, die Angelegenheit hier. Dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal hier. So, da unten ist soweit alles abgeschlossen. Das heißt, wir werden uns hier hinsetzen. Hierhin, das reicht vollkommen. Und dann ballern wir hier die Küstenstraße entlang, weil dann haben wir eine Blitzerzone und drei Blitzer, die wir abschließen. Was schon mal sehr gut ist eigentlich. Da müssen wir nur noch die Offroad-Blitzer mitnehmen. Yes, easy. Mit 918. Da wollte ich eigentlich runterschalten, aber gut, dann spulen wir halt mal zurück. Soll uns auch egal sein. Blitzerzone habe ich ja schon. Warum versuche ich hier nochmal neu durchzufahren? Ja, egal. Versuchen wir einen neuen Rekord aufzustellen. Hey. Eine gewisse Kurve habe ich einfach noch nicht drin hier. Das müsste auch reichen, jawohl. Dann schauen wir, der Festivalblitzer hier fehlt eigentlich noch, wenn man es genau nimmt. Machen wir mal hier unten den Bereich fertig, egal ob Offroad oder nicht. Genau, wir brauchen den Festivalblitzer und den Blitzer. Dann haben wir soweit mal blitzertechnisch, wenn wir dann hier hoch weiterfahren und den noch mitnehmen, dann haben wir da schon mal gut was gewonnen. Hier 290 über Schotter darunter. Ja, könnte spaßig werden.
Aber naja, wie sagt man so schön, no risk, no fun? Wir reisen hier mal schnell zu unserem Haus, hier in der Stadt, wo wir eigentlich nie hinkommen. So, haben wir den nächsten Blitzer, dann visieren wir gleich mal den hier an. Wobei, dass wir hier... Ja, genau, mehr... Nein, genau, ich bin hier die... Wobei, hier die Blitz... 169 Sachen, komm. Versuchen wir gleich, wenn wir schon da in der Nähe sind. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, können wir wieder ganz nach unten fahren, dadurch, dass wir gescheitert sind. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Rallye Finnland. Hierdurch verlieren wir halt einiges. Ja, nee, da kommst halt nicht rum, dass du den Speed halbwegs mitnimmst. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, gut, da brauchen wir wahrscheinlich ein anderes Auto. Es hat halt nicht viel gefehlt. So, neue persönliche Bestleistung. Hier ist auch noch ein Blitzer. Dann haben wir die normalen Blitzer mal abgeschlossen. Da fehlen nur noch hier die ganzen Offroad-Dinger. Was ich so mitbekommen habe. Genau, dürfte nur noch Offroad fehlen. Und das gehen wir natürlich auch dann gleich in Angriff. So, 2,3 Kilometer ist nicht weit. Aber dann müssen wir erstmal wieder zum Festivalgelände und mal schauen, welches Auto wir für die Offroad-Disziplin nehmen. Jetzt, 398 war ausreichend. Blitzer, den du meistern musstest, um dir den Titel Horizon Blitzerheld zu sichern. Eigentlich wollte ich mir ja dein letztes Blitzerfoto als Souvenir aufbewahren, aber es ist ziemlich verschwommen. Wie alle Blitzer abgeschlossen. Wir sind Level 196 und wir dürfen hier mal wieder drehen. Drei Spins haben wir. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Strandslipper haben wir einmal. Dann den 2011er SDI. Und 160.000 Credits. Und was gehen wir beim Super V-Spin?
Wäre wieder der Cayenne drin. Ein Ferrari, 200.000 Credits und gepunktete Stoffschuhe. Ja. So, haben wir jetzt 4 Millionen auf dem Konto hier. Läuft bei uns. Und legen sie jetzt so aus. Hier sind wir Stufe 15. Das heißt, ja, man würde noch was kriegen, wenn man hier sich bei Blitzer verbessert und so. Aber erstmal hier auch versuchen, auf Stufe 15 hochzukommen. Da gibt es auch wieder Wheelspins. Aber wie gesagt, erstmal zum Festival. Wir müssen hier den Wagen hier mal umbauen auf Offroad-Reifen. Ich glaube, das geht nämlich. Dann sind wir hier King of Schotter. Schaffen immer noch 430 Sachen. Nur, dass halt der Seiten halt nicht mehr ganz so geil gegeben ist. 6D Querbeschleunigung 2,4, aber wir haben auf dem Schottermeer Grip. Und das kann uns gleich mal unten bei der einen Blitzerzone helfen. Da werden wir das Ganze gleich mal als erstes austesten. Geil wäre es natürlich, wenn jetzt noch jeder Flügel ausfahren würde und den anderen nochmal steiler stellt. Wir sind 197. Das heißt, wir kommen immer näher der 1er-Grenze wieder. Yes, persönliche Bestleistung. Da haben wir die Zone abgeschlossen. Wo ist denn die nächste Offroad-Area, wo wir Blitzerzonen abarbeiten dürfen? Hier unten waren wir schon rüber fleißig. Hier ist eine Driftzone, aber die juckt uns ja aktuell gar nicht. Okay. Schnellreise hier hin. Und dann geht's dann mal den Schotterweg hoch. Mal schauen, wie gut das mal hier abschließen. Das ist natürlich super hier, wenn ich hier gleich mal wo raufballer. Wieder raus hier aus der Blitzerzone. Muss doch reichen hier. Yes, es reicht auch. So, wo ist die nächste hier Offroad gelegene Blitzerzone? Wir haben sicher noch nicht alle abgeschlossen. Wir filtern an dieser Stelle mal wieder. Nehmen alle raus und nehmen hier nur Blitzer und Blitzerzonen rein. Damit, dass wir in etwa wissen, wo wir hin müssen. Also, wir haben hier noch eine komplett unangetastete Zone. Generell, was ist denn hier oben? Ist hier überall drei Sterne? Nein, hier fehlt noch eine Zone. Das heißt, wir stellen uns hier hin, fahren da mal runter, dann haben wir hier wieder mal alles abgeschlossen. Ich bin nämlich in der heutigen Ausgabe wirklich alle Blitzerzonen fertig machen. So, und das heißt, wir haben wieder hier einen Wheelspin gekriegt, zwei Stück. Die drehen wir gleich mal mit. Wie gesagt, wir sind auch Level 197, das ist schon mal richtig geil.
Boah, heute schneibt hier die Credits rein bis zum geht nicht mehr. F100 Ford, finde ich auch nicht schlecht. Wir müssen ja hier mal Autos sammeln, es hilft ja alles nix. Hier unten ist alles. Das heißt, es fehlen jetzt blitzertechnisch wirklich nur noch hier die paar Stück da unten. Das ist echt nicht mehr viel, Leute. Das sind zwei Stück, oder? Wenn ich richtig sehe. Ne, drei. Das heißt, wir machen hier eine Schnellreise und ballern einmal durch und dann ballern wir unten einmal hoch. Mal schauen, ob wir da nochmal einen Super V-Spin oder so kriegen. Brauchen wir eigentlich nur hier reinschauen. Warte mal. Fotograf sind wir noch nicht, das ist mir bewusst. Genau, wenn man Stufe 15 abschließt, dann kriegen wir einen Super V-Spin. Das war schon mal übertrieben beim Reinfahren. Ja, ich hab's erreicht, weil ich hab die drei Sterne. Die Blitzerzone fängt hier relativ früh an, deswegen will ich mich mal da raussetzen. Dann fahren wir hier einfach den Schotterweg hoch und dann können wir gleich beide Blitzerzonen abschließen. So, das ist die letzte Zone, die haben wir noch nicht mal angefangen. Okay, dadurch wir jetzt gescheitert sind, weil wir hier außerhalb vom Zaun gekommen sind, würde ich sagen, machen wir das gleich mal anders, weil ich glaube, von oben runter wird das Ganze einfacher sein. Oh, komm. Komm, ich will hier jetzt. Papa will neue Schuhe. Komm, 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 komm. Okay, es hat nicht für drei Sterne gereicht. Ziel sind wahrscheinlich 128, oder? 129, okay. Da reicht es noch nicht ganz. Ziel erreicht.
Jetzt 131, da haben wir es. Wir haben alle Blitzerzonen hier auf der Hauptmap abgeschlossen. Mal schauen, wenn die Expansion kommt, wie viele da noch sind. Weil wenn wir hier so schauen, bei den Stufen hier. Ja, wir sind zwar Stufe 16, aber da wird es noch weitergehen. Somit, ja, glaube ich, dass da auf jeden Fall nochmal was kommt. Irgendwo ist dann auch noch Drifter, haben wir gesehen. Hier die Driftfahrt, da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Zum Abschluss drehen wir nochmal die Wheelspins, die wir haben. Boah, da sind schon wieder geile Autos mit dabei. Wir haben den McLaren 650S. Alter Latz. Geil. Gefällt mir. Was kriegen wir beim normalen Wheelspin? Wir sind übrigens Level 198. Ja, damit würde ich sagen, war es das jetzt für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass da ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Dort gehen wir nämlich dann die Drift-Fähigkeiten an, beziehungsweise die Drift-Zone. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ui, da ist ein Schild.